und macht auch 5-sekündige Videos auf WattWatt. Du bist instant auf der Liste, my guy. Du bist Teil des Problems. Der Sensenmann, eine mythische und legendäre Gestalt, die das Ende für jede Person bedeutet, die ihn erblickt. Und jetzt stellt euch diesen Sensenmann vor, aber er schiebt den ganzen Tag nur Akten in der Gegend rum. Das ist dieses Spiel. Es gibt zwei Dinge auf der Welt, die ziemlich sicher sind. Zum einen muss man irgendwann mal abtreten, denn irgendwann ist die eigene Zeit aufgebraucht. Und zum anderen muss man wohl früher oder später mal Steuern zahlen, es sei denn, man findet einen Weg außenrum, was ziemlich viele Leute machen, aber darum soll es hier nicht gehen. Willkommen zu einem Spiel namens Death and Taxes, beziehungsweise zu einer Demo dieses Spiels. Das hier wurde mir mehrfach empfohlen, mir wurde nur gesagt, das ist ein bisschen so wie Papers, Please anscheinend. Und bei allem, was irgendwas mit Papers, Please zu tun hat, werde ich sofort hellhörig, weil Papers, Please ist awesome. Deswegen würde ich sagen, wir gucken einfach mal rein und schauen uns an, was genau das hier so ist. Okay, ein Comic. Mit der Maus kann ich da durchscrollen. Alles klar, ein Zimmer und ein Typ mit einem roten Buch und einer gelben Fliege. Und alles andere ist schwarz-weiß. Okay, und er beschwört irgendwas. Ja, das erscheint wie ein sinnvoller Plan. Ich jeden Morgen, wenn ich aufwache. Okay, er geht raus. Er geht über die Straße. Und das sieht aus wie das Beatles-Cover. Okay. Er geht in den Supermarkt. Und die einzigen Farben in dieser Welt sind anscheinend gelb und rot. Und ein bisschen blau. Okay, er kauft anscheinend Zitronen. Wer braucht so viele Zitronen? Das ist der Typ aus der Matheaufgabe, der 50 Zitronen kauft. Entschuldigung. Okay. Totale Eskalation? Nee, keine Ahnung. Alles klar, das ist einfach die Story von irgendeinem Typen, der angenervt ist und Rituale vollzieht. Wer kennt's nicht? Alles klar. Okay. Ach, das ist mein Boss. Ich arbeite für ihn. Endlich. Der neue Spawn, das kann man nicht wirklich übersetzen. Mein neuer Mitarbeiter ist aufgewacht. Ich versuche das zumindest sinngemäß. Okay. Was ein großartiger Tag. Ich bin sehr geehrt, dich in unserer Welt willkommen zu heißen, Nummer 21. Ich bin das Schicksal. Der Verwalter der Weltordnung. Okay. Wo bin ich und was ist das? Und was bin ich? ist mir egal, ob ich 21 bin. Ich würde gerne das Schicksal sein. Oder kann ich das Schicksal sein? Wo bin ich und was ist das hier? Wir kommen direkt zum Punkt. Großartig. Du bist in meinem Büro und du bist hier, um als Sensenmann zu arbeiten. Alles klar. Willkommen zu deinem neuen Job als Aufseher über Cosmopolis City Subdivision Nummer 4. Okay, die Sun County Weinregion. Alles klar. Ich weiß, was du denkst und ja, dein Job ist es, dass du Menschen auswählst, die nicht länger auf der Welt sein können. Es ist im Prinzip ziemlich Standard. Und da das dein erster Tag ist, versuch dich mit dem System irgendwie anzufreunden und versuch einfach die Welt nicht kaputt zu machen, okay? Gern Humor. Okay, ist alles in Ordnung? Ja, das muss ich tun, das habe ich schon verstanden. Ich bin nicht bereit dafür. Was auch immer du sagst, Boss, werde ich dafür bezahlt. Das ist die wichtigste Frage. Wie viel kriege ich? Oh, definitiv. Du wirst sehr gut kompensiert für jede akkurate Wahl, die du triffst. Das heißt, ich kann auch falsche Wahlen treffen, in dem Fall. Profile korrekt zu markieren ist natürlich das Wichtigste. Wenn du mehr oder weniger markierst, als du musst, dann wirst du etwas von deiner Bezahlung verlieren. Alles klar. Fehler in Sekundäraufgaben werden ebenfalls die tägliche Bezahlung herabsetzen, aber du bekommst zumindest immer noch irgendwas. Okay. Und vielleicht, eventuell, wird irgendwas erscheinen, wo deine Bezahlung auch nützlich ist. Aber jetzt treib's mal nicht zu weit. Ja, das heißt, aktuell kann ich mein Geld nicht ausgeben, wahrscheinlich, weil es nur die Demo ist. So, jetzt muss ich dir erklären, wie genau das alles hier funktioniert. Jeden Tag werde ich dir Profile senden von einigen Leuten. Dein Job ist es, sie zu markieren. Okay, und dann markiere ich quasi Leute, die abtreten müssen. Und dann faxe ich die Dateien an oder die ganzen Ordner an ihn zurück. Und dann in dem Brief steht auch, was ich täglich machen muss. Okay, bitte folge den Regeln oder ich werde dich feuern müssen. Und was passiert, wenn ich gefeuert werde? Was passiert mit dem Sensenmann, wenn er gefeuert wird? Verschwindet er? Wird er frei? Ich habe keine Ahnung. Und denk daran, das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Die Menschen, siehst du sie
Sie sind immer auf dem Pfad zu ihrem Ende. Sie können sich nicht in Balance halten. Sie erschaffen Chaos. Sie stehen quasi immer auf der Klippe zwischen Chaos und Ordnung. Wir sind hier, um das Chaos unter Kontrolle zu behalten. Wir sind hier, um zu verhindern, dass sie von dieser Klippe stürzen. Und deine Aktionen werden Konsequenzen haben. Ich komme nicht über diese Katze hinweg, ne? Der Typ wirkt wie ein Bond-Bösewicht. Okay, und die Katze hat ein blaues Halsband. Und nichts anderes hier drin hat Farbe. Es ist irgendwie ein richtig geiler Stil. Okay, wo genau arbeite ich? Ich wurde geboren, um das zu tun. Wortwörtlich. Warum ich und was auch immer, bringen wir es hinter uns. Wo arbeite ich? Wahrscheinlich in einem Massenbüro, oder? Ich werde dir deinen Arbeitsplatz zeigen. Bitte folge mir. Oh, und eine Sache noch. Das ist deine 7-tägige Evaluationsperiode. Das heißt, ich bin in Probezeit. Ja, geil. Wenn die Woche vorbei ist, dann werden wir dich bewerten. Und entweder bist du fähig oder nicht. Wir können ja nicht irgendwen hier arbeiten lassen. Ja, okay, alles klar. Okay, du hast also eine Woche, um uns zu zeigen, was du drauf hast. Ich meine, abgesehen von den Zutaten, die in dir stecken. Okay, Tag numero uno und nicht numero dos für Grimm. Okay, das ist... Mein Handy klingelt. Ich durfte sogar mein Handy behalten. Okay, at Firewatch. Das heißt, ich kann während der Arbeitszeit quasi auf Twitter gucken. Okay, es gibt... Irgendwo brennt's. Alles klar. Ist das nicht ein bisschen kontraproduktiv, wenn du die Leute während der Arbeitszeit das Handy benutzen lässt? Ich meine, jetzt nichts gegen ab und zu mal drauf gucken, aber es liegt ja wirklich die ganze Zeit auf dem Tisch. Das heißt, ich könnte den ganzen Tag nichts anderes machen, als einfach da drüber zu scrollen. Okay, für Grimm. Das hier ist wahrscheinlich dann der Brief, wo drin steht, was ich tun muss. Guten Morgen, Grimm. Hier sind die ganzen... die Files, also quasi die Papiere über die Menschen, die aktuell eine problematische Situation haben. Okay, keine komplexen Regeln und komplexen Anfragen. Ich will einfach nur, dass du halbwegs klarkommst. Okay, ich muss einen Menschen markieren. Okay, und ich muss das mit Fax schicken, wenn ich fertig bin. Mit der Entscheidung. Jewel Gray oder Amadou Okoye? Okay. Okay, er ist Feuerwehrmann und diese Person ist Biochemiker. Okay, alles klar. Das heißt, es geht um moralische Entscheidungen. Oh, das ist natürlich blöd, weil hier steht, es brennt und mein Mann hier ist Feuerwehrmann. Ach, es würde zu gut passen, ne? Weil... Ich weiß nicht, ob das ein Er ist oder eine Sie. Besagte Person. das passt irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem abstimmen muss, ob ich das machen kann, wie ich will. Ich meine, guckt der dann da drüber und sagt, yo, also, du hast ja dein Handy sowieso hier, guckst eh den ganzen Tag drauf. Da siehst du doch, was Sinn macht und was nicht. Die Wahl war doof. Werde ich dann gefeuert. Ich habe keine Ahnung. Vermutlich muss ich das irgendwie hiermit abstimmen, ne? Weil... Eben, er hier, ich sage einfach mal, es ist ein Er, wohnt in der Stadt. Steht zumindest hier. Das heißt, ich mach mal das und gehe davon aus, dass das richtig ist. Das hier ist der Marker. Okay. Ich fühle mich schlecht dabei, okay? Aber es ist ein Job, der gemacht werden muss und das passt zu gut. Deswegen, okay, wie mache ich das? Einfach drüber mal. Achso, okay. Ich dachte schon, ich muss irgendwie mit der Maus ziehen. Nee, muss ich nicht. Die Wahl ist final. Willst du das bestätigen? Ja? Au. Und dann... Du lebst. Okay, jetzt fühle ich mich offiziell schlecht. Toll. Dann, einmal das... Faxen? Achso, ich dachte schon, ich muss das reinziehen. Ich muss einfach nur draufklicken. Willst du deine Wahlen bestätigen? Ja. Okay, das war der erste Tag. Ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht. Ach, da ist ja der Neue. Willkommen, wie war dein erster Tag? Ja, jemand hat es nicht rausgeschafft. Das ist schlecht. Ja, ich weiß, du bereust es, aber es ist auch natürlich. Erinnere dich daran, du machst das für das große Gute. Betrachte die Gesamtperspektive. Es ist wichtige Arbeit. Hey, wenigstens werde ich bezahlt.
Ich sehe, dass exakt eine Person heute es nicht rausgeschafft hat. Genauso wie ich nachgefragt habe. Hast du die beste Wahl rausgefunden? Es gab nur zwei. Niemand hat's verdient. Ja, niemand. Eigentlich hat's niemand verdient. Das stimmt grundsätzlich. Leute sind so komplex mit Hoffnungen, Träumen und dynamischen Gedanken. Sie versuchen alle, ihr Bestes zu tun. Aber irgendwann kommt unser Tag. Das ist das Gesetz des Kosmos. Okay, behalte deine Augen auf den Brief für weitere Richtlinien und mach weiter mit der guten Arbeit. Ein neuer Tag wartet. Hast du dieses Sprichwort schon mal gehört? Ach, wie ging das nochmal? Nichts ist sicherer als Regenbogen und Hundis. Zucker und hier Gewürze. Death and Taxes, ja, das ist das Sprichwort, worauf das Spiel basiert. Ja, genau. Du hast gute Arbeit geleistet. Wir sehen uns morgen. Okay. Irgendwann kommen diese Wahlen zu mir zurück. Und dann fühle ich mich furchtbar. Ich habe auch eine Schublade. Kann ich da reinmachen? Kann ich da reingucken? Nee, kann ich nicht. Hi, was haben wir hier? Okay, bessere... Oder bessere Sauberkeitsbedingungen in Entwicklungsländern? Okay. Überall immer noch Feuer. Okay. Ja, das ist das, was ich gemacht habe. Da waren ein paar Feuerwehrleute. Okay. Und der Biochemiker hat's überlebt. Der ist einer Katze nachgerannt. Okay. Und er hat auch was Wichtiges entwickelt. Das heißt, technisch gesehen, also er hat einen wichtigen Impfstoff entwickelt. Technisch gesehen habe ich die Welt verbessert. Das Spiel ist moralisch so komplex, weil ich habe jetzt die Welt verbessert, trotz der Tatsache, dass einer nicht mehr lebt. Das ist... Die Musik und der ganze Artstyle tröstet darüber hinweg, aber eigentlich ist das Spiel irgendwie traurig. Ah, guten Morgen, Grim. Ich hoffe, du findest die Art, wie wir dich hier unterbringen, adäquat. Hier sind die Regeln für den Tag, befolge sie und alles wird gut sein. Ich gebe dir noch was Einfaches. Okay. Ein Menschen mit Ingenieurs- oder Industriehintergrund markieren. Es läuft so wie immer von Schicksal. Okay, Architektin. Alles klar, das heißt, sie hat Ingenieurshintergrund. Der hier ist komplett raus, weil das ist natürlich Quatsch. Okay, es sei denn, es steht halt da, was er vorher gemacht hat. Nee. Okay. Und Waldemar Sears ist Makedown Artist, was auch immer das ist. Okay. Alles klar. Das heißt, er hier hat die Kunst, furchtbar in allem zu sein, als Job etabliert. Mehr oder weniger. Okay, dann ist es ja aber eindeutig. Industrie oder Ingenieur. Das ist sie. Ganz eindeutig, weil alles andere passt nicht. Das hier macht keinen Sinn. Arbeitslos-Poet. Das ist ganz toll, aber nicht, was wir hören wollen. Und Makedown-Artist? Ich sehe hier auch nichts, was irgendwie darauf hindeutet aktuell. Zumindest auf den ersten Blick. Das heißt, sie ist die einzig richtige Wahl. Und ich weiß ja nicht mal, was sie gemacht hat. Und warum? Ich mache mal dieses... Das war laut. Do not ask me again, weil das nervt. Und dann lebst du. Du lebst auch. So, weich mir nicht aus, ansonsten lebst du nicht, dann überlege ich es mir nämlich anders. So, das weg. Und dann faxen. Ich meine, das war easy. Ich weiß nicht, ob es vielleicht noch eine andere Wahl gegeben hätte, aber ich habe jetzt mal die offensichtliche getroffen. Da bist du ja, Grim. Wie war dein zweiter Tag in deinem Job? Großartig gut, meh. Meine Stimmung den ganzen Tag. Oder schlimm, richtig schlimm. Ja, großartig jetzt nicht, aber ich muss sagen, ich gewöhne mich langsam dran. Ich akzeptiere, dass das mein Job ist. Ich akzeptiere, dass das getan werden muss. Und die Kaffeemaschine ist auch immer gut befüllt. Der beste Espresso, den ich jemals hatte. Ist nicht so, als hätte ich vorher schon existiert. Aber es ist der beste Espresso, den ich jemals hatte. Ich habe keinen Vergleichsmaßstab. Aber der ist schon ziemlich gut. Ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Gut. Also, hast du die Regeln befolgt? Ja, habe ich. Großartig. Mach mit der guten Arbeit weiter. Und lass die schwierigen Wahlen dich nicht runterziehen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich tue. Klingt großartig. Oh nein, kann ich einen Urlaub bekommen?
Noch nicht. Am zweiten Tag nach dem Urlaub zu fahren, ist grundsätzlich eine blöde Idee. Klingt doch großartig. Großartig, tatsächlich. Ha, wir könnten mehr Leute wie dich gebrauchen. Schlaf gut, du wirst es brauchen. Wir sehen uns bald. Okay, kann ich auch die ganze Operation hier sabotieren, indem ich absichtlich falsche Wahlen treffe? Wahrscheinlich schon. Aber aktuell befolge ich einfach mal die Regeln. Weil das klingt wie die beste Strategie, um nicht gefeuert zu werden, weil ich brauche den Job. Okay? Wobei, nee, eigentlich nicht. Ich habe ja keine Eltern, die ich stolz machen kann und sonst irgendwas. Aber ich brauche den Job trotzdem. Okay, die Leute fürchten sich vor der Rezession. Alles klar. Und das sind jetzt die ganzen Aktionen, die aus dem Vortag rausfolgen oder die ganzen Folgen daraus. Alles klar, ich fühle mich so furchtbar. Ich fühle mich so furchtbar. Und mein Akku geht auch nicht runter. Und das hier ist die Real-Life-Zeit meines Rechners. Cool. Aber mein Akku geht nicht runter. Was ist das für ein magisches Handy? Ein neuer Tag bricht an. Heute ist wieder nichts Spezielles. Du solltest inzwischen wissen, wie das läuft. Befolg einfach die Regeln und mach das oder markiere das richtige Profil und schick sie mir via Fax. Zwei Leute sind heute fällig. Okay. Und wir haben 5 verschiedene Wahlen. Ja, toll. Ein MeTube-Philosoph. Oh Gott. Chad Anderson. Nice, was ein Chad. Okay, hat aufgehört zu studieren und macht jetzt MeTube-Videos im Keller seiner Eltern. Okay, 80% ist philosophisch und 20% ist eine kritische Analyse, warum er jetzt wieder einen Korb bekommen hat. Gut, du stehst automatisch auf der Liste. Columba Hunter. Okay, Pilot. Alles klar, alles klar, alles klar. 5 Kinder und eine Frau. Okay, das ist erstmal so auf dem Haufen, wo ich mir denke, ist vielleicht jetzt nicht die... Ist das Unge? Das ist Unge ohne Bart. Okay, Christopher Quinn, 21, studiert Biologie. Okay, ist interessiert in Reggae und Botanik. Alles klar, hat geheiratet und sind nach Cosmopolis City gezogen. Okay, ich mache drüber mal den Haufen an Leuten, die ich jetzt nicht so gerne loswerden würde. Und das ist der Haufen an Leuten, die mir nicht so zusagen. Matthias Judium, 18, Student. Okay, es wurde gesagt, dass er zu viel redet, aber er selbst denkt, dass er mit Abstand nicht genug redet. Okay, ist fasziniert von schwarzen Löchern. Ich habe so das Gefühl, wenn ich den hier leben lasse, dann erzeugt er ein schwarzes Loch. Irgendwann mal. Ich weiß nicht, ich ist mal auf dem Haufen vorerst. Essi Kovalainen. Okay, 42, Projektberater. Alles klar, ein Consultant. Wird extrem gut bezahlt und liefert aber quasi nicht viel. Okay, ich meine, der ist 18, ne? Das ist falsch. Das ist falsch. Den hier mache ich aus Prinzip nicht. Der Name Chad Anderson und dieses 80% Philosophie, 20% geht es darum, warum er wieder hier einen Korb bekommen hat. Also als Influencer stehst du sofort auf der Liste. Und dann vielleicht noch sie... Sie? Ich weiß es auch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Im Prinzip ist es ja wurscht. Aber ich meine, er ist verheiratet, er ist 18, das fühlt sich falsch an. Deswegen, jetzt geh weg, deswegen machen wir das mal so. Und ich muss da wirklich 2 Wahlen treffen. Und aktuell liefert mir das Handy nicht wirklich irgendwas. Das heißt, komm, für dich ist hier Ende... Und für dich ist hier Ende. Alle anderen kommen gut hier raus und haben Glück, weil ich meine Wahlen so treffe, wie ich sie treffe, sondern das Markerchen weg und dann Fax. Cool. Und ich finde es auch gut, wie ich am ersten Tag des Jobs gesagt bekomme, hey, deine Wahlen beeinflussen die Welt, aber kein Beispiel geliefert wird. Der lässt mich einfach machen, wenn die Welt untergeht. Hey, was kann ich dafür? Ah, mein neuester Mitarbeiter. Guten Abend. Du bist jetzt seit 3 Tagen hier. Wie genau fühlst du dich? Eigentlich gut. Ich bekomme Dinge fertig. Ich halte die Welt im Balance. Ist alles immer noch ein bisschen verwirrend. Ich fühle mich hungrig. Wie geht das überhaupt? Mehr oder weniger geht's mir gut. Gut. Man hat sich zu fokussieren auf seine Arbeit
und Emotionen zu vermeiden. Es hilft, ruhig zu bleiben in dieser stressigen Arbeit. Ah, lass mich mal anschauen, was du heute eingeschickt hast. Alles scheint richtig zu sein. Du hast die Regeln befolgt und die richtige Menge an Profilen markiert. Es gibt nicht wirklich viel mehr als das zu sagen. Du kannst jetzt gehen. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Okay, Tag Nummer 4. Das wird immer komplexer und komplexer, ne? Und es werden noch immer mehr. Es sind hier wieder 5 Stück. Okay? Es wurden Bäume gepflanzt. Alles klar, Mr. Beast ist unterwegs. Also, ja, ist doch gut. Ist doch gut. Okay. Neuer Consultant ist raus. Nice. Und es wurden Fortschritte gemacht bei wieder benutzbaren Benzinzellen oder Treibstoffzellen. Und da war einer von denen dabei, die ich habe leben lassen. Okay, dann noch was mit dem Flugzeug. Da sind auch alle rausgekommen, weil ich den habe leben lassen. Okay. Okay. Das heißt, ich krieg's immer ins Gesicht gedrückt, was meine Wahlen bewirkt haben, indem ich Twitter aufmache. Oder wie es hier heißt, Corker. Also ja, toll. Was sind die Regeln des heutigen Tages? Hast du heute schon mal rausgeguckt? Es regnet. Und es regnet schon seit Stunden. Ist, hier irgendwie perfekt, während du das hier liest. Nun, hier sind einige Regeln. Drei Leute. Conscript. Okay? Conscript. Ich kann nicht lesen. Okay, ist in einer Situation, über die er keine Kontrolle hat. Das heißt, der ist aktuell beim Militär. Mike Jordan ist zurückgezogen. Okay, hat 6 Bücher über Vögel geschrieben. Okay, geht tanzen. Es ist so schwer rauszufinden, wer irgendwie abtreten muss und wer nicht. Mavis Undergaard, retired. Okay. Hat einen Enkel, mit dem sie sich wieder irgendwie verstehen möchte. Alles klar, das hier, oh, das fühlt sich falsch an, ne? Das jetzt so zu unterbrechen, indem ich sage, ja, du bist raus, das fühlt sich falsch an. 28 Spieleentwickler, Ivas Bergs. Okay. Er liebt das Leben, als wäre es das Einzige, was er hat, was auf jeden Fall stimmt. Er kommt auch mal auf den Haufen, ich weiß es auch nicht. Olaf Reiner, ein Designer, das reimt sich. Okay, arbeitet bei einer IT-Firma. Und macht auch 5-sekündige Videos auf Wattwatt. Du bist instant auf der Liste, my guy. Du bist Teil des Problems. Also einen haben wir schon. Das ist eindeutig. Ne? Wer Videos auf Wattwatt macht, der steht auf der Liste. Aber instant. Ach, das hier ist auch falsch. Ich meine, 73, da kann man langsam mal... Ne? Das hier fühlt sich schlecht an. Weil die hatten einen Enkel und er hier hat wahrscheinlich Leute, die auf ihn warten, deswegen sparen wir uns das hier und markieren vielleicht diese 3. Das waren 3, nicht, dass ich jetzt einen zu wenig oder zu viel mache. Ja, es sind 3. Diese 3, den Spieleentwickler, den zurückgezogen oder den Rentner und den Designer-Wattwatter. Finde ich nicht cool. Okay, komm. Au. 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 Es ist furchtbar. Ich mag diesen Job nicht. Kann ich kündigen? Ist es möglich, dass ich sage, ich habe hierauf keine Lust? Das ist mir zu viel Verantwortung. Möchte ich nicht. Das ist mir so furchtbar. Ach, da bist du ja. Lass uns das schnell hinter uns bringen, ja? Das ist alles hier, genau wie ich nachgefragt habe. Großartige Arbeit. Ich fühle langsam, wie Stolz in mir heranwächst. Ich hatte nie gedacht, dass du so gut und so deiner Arbeit, also dass du so gut rauskommst und so gut deiner Arbeit nachgehst. Wenn du so weitermachst, dann wirst du es noch weit bringen. Du wirst vielleicht zu einem mittleren Managementposten befördert. Stell dir nur die ganzen Möglichkeiten vor. Ja, mittleres Management klingt super geil, ist überhaupt nicht Hardstack oder sowas. Wie auch immer, ich bin heute ziemlich beschäftigt, also kannst du jetzt gehen. Bis morgen, Grim. Alles klar, Tag Nummer 5. Wie viele sind es heute? Es sind 6. Cool. Was ist heute los?
Der Typ ist down, aber der Tribute hat 1 Million Views, wer auch immer das gemacht hat, hat also ziemlich viel Geld verdient. Okay, mehr als das, nicht nur zwei Sachen, irgendwas mit dem IT-Sektor? Oder das? Nur zwei Sachen sind hier rausgefolgt. Okay, heute sind zwei fällig. Alles klar. Heute ist irgendwie ein standardmäßiger Tag, nichts wirklich Besonderes. Ein ganz normaler Tag im ganz normalen Distrikt eines typischen Planeten. Okay, Siegmund Darren, 28, Microbrewer, Bartender. Okay, der macht ziemlich gutes Bier anscheinend, das ist cool. Dann Adevale Sinclair Oyekan, ich mach die Namen total kaputt. Ein Diplomat. Okay. Okay, der kommt anscheinend ziemlich gut klar mit dem, was er tut. Dudley Singleton, 55, arbeitslos. Will die Welt zu einem besseren Ort machen. Alles klar, indem er Pfand sammelt? Okay. Will er für Geld tauschen und dann kann er sich noch mehr volle Flaschen kaufen. Was dazu führt, dass es noch mehr Flaschen hat, um die er sich kümmern kann. Ja, das hier ist so ein Fall von, mache ich glaube nicht viel kaputt. Okay, Ewald Buddy, 32, Neurochirurg. Okay, war ein Kindheitswunder. Seit er 18 ist, macht er das schon. Alles klar. Das heißt, ja, der geht große Risiken an, aber der ist zu wichtig. Der hilft Leuten, der ist zu wichtig, das kann ich nicht machen. Luigi Mario, 36, ein Gabelstaplerfahrer. Okay, der ultimative Underdog, Vorreiter der Veränderung und von allen geliebt. Alles klar, und der fährt ganz gern seinen Gabelstapler schnell in der Gegend rum, wenn man aber bedenkt, dass es ein Gabelstapler ist, ist das nicht sonderlich schnell. Und dann haben wir noch Vladimiri Bogdan. Okay, ein Bäcker. Okay, der mag Brezeln. Also er hier, ne, auf jeden Fall. Und auch der hat gutes Bier, das heißt die beiden sind wahrscheinlich, wobei nicht direkt im Clinch. Der eine hat Bier, der andere hat Brezeln, das heißt da macht man nicht viel kaputt. Ein Diplomat. Ich weiß nicht, womit ich mich anlege, wenn ich den erledige, deswegen ist das eine sehr dumme Idee. Luigi war, ja dann fällt die Wahl auf Luigi. Weil die hier sind fett im Business mit Bier und Brezeln. Der hier ist Neurochirurg, der ist Diplomat, das ist risky. Ihn hier wird niemand vermissen. Und Luigi Wah fährt halt schnell mit seinem Gabelstapler in der Gegend rum. Ja, damit ist es glaube ich eindeutig. Komm, ich mach mal das. Und dann das. Und dann lebst du. Und du. Und du. Und an das letzte Pfeil komme ich nicht ran. Wo ist es denn? Hier. Und du lebst auch. Wundervoll. Cool. Fühle mich immer noch schlecht, aber wenigstens versuche ich den Schaden, den ich anrichte, irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, das geht weitaus schlimmer. Ich halte mich hier zurück und überdenke meine Entscheidung. Was ein Tag, Grim. Was ein Tag. Nun, dann lass uns mal anschauen, wie du dich so verhältst. Gut, ich habe alles korrekt hier. Es scheint alles richtig zu sein. Wie auch immer, Grim, du bist jetzt für ein paar Tage hier. Ich wollte dich nur fragen, wie fühlt es sich an, so schwierige Entscheidungen zu treffen? Ich habe es am Anfang nicht gemocht, aber langsam komme ich damit klar oder langsam macht es mir sogar Spaß. Ist ein Job wie jeder andere. Um ganz ehrlich zu sein, es fühlt sich nicht so an, als mache ich genug, ich will mehr. Ich fühle mich immer noch furchtbar wegen jeder Entscheidung. Das hier ist die Wahrheit. Das hier ist die Wahrheit. Okay. Vielleicht ist das das Beste. Es hält dich zusammen mit der Welt. Es verbindet dich mit der Welt, damit du nicht abgehoben wirst. Und dir einfach alles egal ist. Aber denk mal über die Menschen in diesem Kontext nach. Denkst du dir, dass es einen richtigen Weg gibt, sich um sie zu kümmern? Gibt es einen anderen Weg? Ich bin mir nicht wirklich sicher. Ja, ich weiß es auch nicht. Ah, vielleicht ist es eine zu schwierige Frage für dich. Sagst du mir, dass ich dumm bin? Er sagt mir gerade, dass ich dumm bin, richtig? Das ist, was ich hier raushöre. Wie auch immer, du bist noch nicht sehr lange hier. Denkst du dir nicht, dass es unethisch ist, die Entscheidung zu treffen, die du tust? Diese ganze Kontrolle über so viele Leben und die Menschen wissen nicht mal was davon. Okay. Um mal ganz ehrlich zu sein, du machst die Entscheidung, du gibst mir die Regeln.
ich kann nicht wirklich mir nicht zu viele Sorgen machen, wenn das ist, was getan werden muss. Die Situation gefällt mir. Das hier ist mir eine Nummer zu viel am fünften Tag. Das ist sehr gewagt, das machen wir nicht. Wir machen, was getan werden muss, schätze ich. Ich will diesen Job hier nämlich behalten. Ich bin sehr froh, dass du dich nicht mit unnötigen Gedanken aufhältst. Okay, unser Büro ist perennial ewig und großartig und einfach das Beste grundsätzlich. Wir haben Ewigkeiten damit verbracht, unsere Methoden und Strategien irgendwie hier zusammenzubekommen. Wir verstehen, was wir hier tun. Okay. Alles klar, da ist jemand, glaubt Matt. Okay. Oh, ich entschuldige mich dafür, dass ich so viel deiner Zeit aufgebraucht habe. Aber bevor du gehst, gibt es noch irgendwelche Fragen, die du mir gerne stellen würdest? Ich habe noch keine sehr jungen Profile gesehen. Warum ist das? Oder woran liegt das? Okay, worauf basieren die Profile? Ja, das frage ich mich. Das frage ich mich wirklich. Oh, was? Also ich hab gefragt, ob es ein Punktesystem gibt. Und er sagt KHM. Kim? Das ist kein Wort. Das ist kein Wort. Es sei denn, wir sprechen jetzt eine andere Sprache. Okay, da habe ich gerade aus Versehen was anderes geklickt. Klingt nicht allzu sicher. Bin ich aber. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, also ist alles vorgegeben? Was ist da mit freiem Willen? Sicher, Menschen haben freien Willen, zumindest zu einem gewissen Grad. Sie können eine Vielzahl an Entscheidungen treffen, aber sie können dem Unausweichlichen nicht entkommen. Okay, auch die Situation, die sie auf deinen Tisch bringen, liegt alles an ihren eigenen Entscheidungen und dem, was sie getan haben. Und dann gibt es einige sehr komplexe Kalkulationen, Faktoren und Aspekte, die natürlich die Situation noch beeinflussen. Aber das ist ein bisschen über deinem Gehaltsniveau, also mach dir keine Sorgen darüber. Gibt's sonst noch was? Ja, die jungen Profile. Ah, Kinder. Ja, das ist ein Spezialfall. Ist eine ganz andere Abteilung, die sich darum kümmert. Du wirst keine davon finden. Okay, gibt's noch viele andere Büros und Abteilungen? Zahllos. Okay, und wie viele Sensenmänner gibt es da draußen? Unendlich. Okay. Also mehr oder weniger unendlich. Gibt es sonst noch was? Gibt es sonst noch irgendwas? Was ist mit Tieren? Kriegen die eine eigene Abteilung? Natürlich. Alle lebenden Wesen bekommen ihre eigene Abteilung und werden irgendwie hier durchgeleitet. Es gibt kein Entkommen. Sogar Pflanzen. Ja, es gibt eine Abteilung für Pflanzen. Fragt nicht wegen den Pflanzen, wegen der Pflanzenabteilung. Okay, was ist mit dem, was nicht lebt? Dinge, Gebäude und so weiter und so fort. Ich gehe dem furchtbar auf die Nerven. Das interessiert mich wirklich. Technisch, ja, mehr oder weniger, würde ich sagen. Ruinen sind mehr oder weniger nicht mehr lebendig, aber gleichzeitig fühlen sie sich noch lebendig an. Das ist aktuell ein bisschen zu abstrakt. Wir kommen später darauf zurück. Gibt's sonst noch irgendwas? Das ist alles, was mir im Moment einfällt. Gut, es war erleuchtend. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Ich habe gerade Morbid Curiosity gekriegt, weil ich wahrscheinlich wegen allem gefragt habe. Ich frage mich gerade, my guy hier führt anscheinend mit jedem Einzelnen, oder vielleicht nur mit den Neuen, ein Gespräch am Abend. Wie viel Zeit hat der? Weil es gibt ja unendlich viele davon. Der Typ, wobei, ne, es gibt auch unendlich viele von ihm. Hat man ja gesehen, der war in diesem Laden, wo alle gleich aussahen, ist über die Straße gegangen. Es gibt unendlich viele von ihm, also ist das kein Problem. Okay, es gibt neue Bankverfahren. Alles klar. Und Deepfakes wurden jetzt reguliert. Alles klar. Die haben es mit Brezeln. Okay, da ist ja was beim Grabenstapler passiert. Ist geil. Okay, cool. Was ist heute los? Mindestens 6 Stück markieren, 3 jüngere markieren. Okay, und Leute, die einen Medizin-Background haben, müssen, falls möglich, verschont werden. Alles klar. Es stehen düstere Zeiten voraus. Ich habe dich vielleicht schon gewarnt und ich habe dir gesagt, dass dieser Job einige harte Momente hat. Heute ist dieser Tag. Also mindestens 6 Leute markieren, 3 davon müssen jünger sein. Und wenn sie einen Medizin-Background haben, müssen sie verschont werden. Alles klar. Ich mache erstmal die auf jeden Fall verschont werden müssen. Social Media Influencer. Oh. Oh Gott. Unemployed. Okay, sind die alle arbeitslos? Ein Farmer?
Ein Community Manager. Sag mal, wo sind die Ärzte hier? Art History. Plastischer Chirurg. Okay. Und der hier fährt Langstreckenfahrrad. Alles klar. Okay, hat sonst nichts Böses gemacht. Ist plastischer Chirurg. Das heißt, ne? Drei verschiedene Frauen in drei verschiedenen Ländern. Das ist toll. Trotzdem hat Medizin-Background. Überlebt also. So, das ist definitiv. Das heißt, den schiebe ich schon mal darüber. Jetzt muss ich mindestens 6 Stück markieren. 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe 7. Okay, das heißt, einen kann ich noch rauslassen. Und alle anderen müssen dann abtreten. Und 3 davon müssen jünger sein. Okay, Social Media Influencer 19. Oh, das fühlt sich furchtbar an. Hängt am liebsten von Klippen während der Selfies. Ach Gott. Ach Gott. Und er wird gesponsert von der Lebensversicherung. Das ist gut. Das gefällt mir. Weißt du was, wenn er das doch so gerne macht, dann kommt irgendwann der Tag, wo es schief geht. Bumm, dieser Tag ist heute. Tut mir leid, my guy. Aber das ist jetzt ein definitives Ding. Dann suche ich mal die Jüngeren raus. Komm, 28, 62, 26, 25. Kunsthistorie oder Kunstgeschichte, Student. Okay. Das Problem ist, wir haben 3 Leute, die jünger sind. 4, je nachdem, wie man es definiert. 31 zählt noch als jung, richtig? Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, wen ich hier rauslasse. Ach, das ist ja furchtbar. Ach, das ist doch furchtbar. Okay, er fährt Langstreckenfahrrad. Ja, das war es mehr oder weniger. Ich muss die Personalabteilung unbedingt mal nachfragen, ob die mich in eine andere Abteilung stecken können. Das macht mich wahnsinnig, das Zeug hier zu schreiben. Wenn jeder das, oder wenn jemand das hier liest, bitte unterschreibt meine Petition beim Wasserkühler. Neben Tisch Nummer 5. Okay, das ist geil. Kunstgeschichte-Studentin? Ich hab doch keine Ahnung. Ich hab doch keine Ahnung. So, jetzt noch eine jüngere Person. Und dann müssen mindestens noch ein paar andere durchmarkiert werden. Ach, das ist ja furchtbar. Community Manager? Okay, Death Metal Vocalist. Will immer das Beste aus einer Performance rausholen. Sie ist arbeitslos. Okay, ist selbsternannte Chemikerin. Okay, ja, da macht jemand Zeug, von dem ich kein Fan bin. Das heißt, du bist raus. So, jetzt haben wir 3 Jüngere. Na, das zählt, auf jeden Fall. Der mit dem Medizin-Background wird gesperrt. Dann haben wir 3 Leute, die markiert sind. Brauchen wir noch 3 weitere und dann kann eine Person leben. Die Frage ist, wer? Wer lebt? Okay, 7 Enkel. Alles klar. Okay. Sollen wir den mit den Enkeln überleben lassen? Warum nicht? Weil die sind jetzt alle nichts Besonderes. Arbeitslos, Community Manager, Bauer, Langstrecken, Fahrradfahrer. Komm, dann lassen wir den Bauer mit den Enkelkindern überleben. Und markieren einfach alle anderen. Dann geht's, glaub ich, genau auf. Es sei denn, ich habe mich jetzt verzählt. Und das war's. Das waren so viele. Aber langsam wird's verwirrend, Spiel. Langsam wird's verwirrend. Ich hoffe, ich habe bei allem richtig mitgedacht. Ansonsten gibt's jetzt einen Rüffel vom Chef. Ah, Grim. Ein ziemlich harter Tag liegt hinter dir, denke ich zumindest mal. Während solch dunklen Zeiten kommen die meisten neuen Rekruten nicht sonderlich weit. Du scheinst dich gut angestellt zu haben. Alles ist so, wie es sein soll. Wie fühlst du dich nach so einem Tag? Ich fühle mich einfach nur erschöpft. Ganz ehrlich, das ist, wie ich mich fühle. Einfach nur erschöpft. Es gab viele Profile und Regeln, aber ich bin irgendwie da durchgekommen. Ja, das stimmt. Großartige Arbeit. Mit dieser Einstellung wirst du einer der besten Sensenmänner da draußen werden. Aber lass uns einfach hoffen, dass solch harte Tage nicht immer wiederkommen. Was denkst du, was überhaupt passiert ist? Okay, es hat sich toxisch angefühlt. Okay. Irgendwas, ein Industrieunfall? Ich habe keine Ahnung.
Das, ja, irgendwas Gedankenmäßiges ist da vielleicht doch noch in deinem Schädel drin. Huh. Okay, Grim, geh jetzt. Gute Nacht. Denke ich ihm zu viel? Ist das ein Problem? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, mein Guy hat ein Problem mit mir. Ich glaube, ich denke zu viel. Es sind nur 4. Aber lass mich raten. Heute ist es richtig schlimm. Okay? Leute haben weniger Angst vor Rezession. Dieses Handy-Gebimmel geht mir auf die Nerven. Ich hab's doch schon aufgehoben, Mann. Ruhe. Dankeschön. Und es gibt ein kleines ökologisches Unglück. Wundervoll. Was sind die Regeln für heute? Ach, hier steht explizit mit dem Marker of Death. Hätte ich die anderen auch so durchlassen können? Da stand nämlich nur Mark. Und nicht mit welchem bestimmten Marker. Hätte ich die auch so durchlassen können? Hätte ich gar niemanden... Hätte ich alle retten können? Ich habe keine Ahnung. Ich muss, glaube ich, besser lesen. Okay, vielleicht können wir das, was gestern passiert ist, irgendwie aufräumen. Vielleicht gibt dir das den Boost, den du brauchst. Und denk daran, es liegt viel hinter dir und viel liegt noch vor dir. Okay, 2 Leute markieren. Und Leute irgendwie am Leben lassen, die gegen den Ärger helfen können. Ein korrupter CEO. Alles klar, wer könnte helfen? Ein Psychologe, ein Büromitarbeiter, ein IT-Architekt und ein KI-Forscher. Okay, wir haben vielleicht ein kleines ökologisches Problem. Wer könnte da helfen? Wer könnte da helfen? Ich meine, der hier wird um nichts oder um keinen Preis stoppen, will immer kurzfristigen Profit haben. Das heißt, my guy hier ist definitiv schon gemarkert, bevor irgendwas passiert, weil so Leute mag ich gar nicht. David Garver. Okay. Der hier erforscht Algorithmen und künstliche Intelligenz. Alles klar. Und der hier möchte quasi sein Leben irgendwie umdrehen und möchte nicht länger eine Bürodrohne sein. Alles klar, hier steht aber nicht, was er vorher gemacht hat und was eigentlich seine Ausbildung ist. Der ist Psychologe. Okay. Also ich bin mir sicher, vielleicht kann der IT-Architekt und der KI-Forscher irgendwie helfen gegen die Probleme, die vor uns liegen. Na? Macht irgendwie Sinn, erscheint sinnvoll. Und jetzt ist die Wahl zwischen dem Büromitarbeiter und dem Psychologen. Vielleicht erfindet der irgendwas und kommt ein Geistesblitz und da kommt irgendwas total Krasses bei raus, weil ich weiß nicht, wie uns der Psychologe hilft. Ich meine, Leute leben lassen, die vielleicht gegen den Ärger helfen können. Aber Psychologen sind auch wichtig, ne? Ja. Ja. Kognitive Verhaltenstherapie. Ja, ich glaube, der ist gemeint. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht ist der Büromitarbeiter irgendwie ein verstecktes Wunderkind, was irgendwas erfindet, was uns helfen kann. Aber ich... Also die bessere Wahl ist fast der hier. Na komm, dann lassen wir den leben. Und sorry, my guy. Für dich ist hier Ende. So, 2 Leute markiert. Bumm, das war's. Das war Tag Nummer 7. Habe ich es richtig gemacht? Das war die erste Woche und wahrscheinlich auch die ganze Demo. Jetzt kommen wir zu meiner Erörterung. Hallo, Grim. Es ist Zeit für die ultimative Performance Review für diese kleine Testperiode. Lass mich meine Papiere holen. Lass uns erstmal schauen, was du vielleicht Gutes angerichtet hast. Oder Gutes getan hast. Gratulation, Grim. Es scheint wohl so, als hätte die Menschheit erstmal ihre eigene Zerstörung nach hinten verschoben. Alles klar. Es liegt ziemlich viel Schrott rum. Sehr viel. Und wer weiß, was sie mit all diesem Uran tun werden. Ah, toll. Ich denke, ich brauche es vielleicht für... Ach, ist ja auch egal. Ist nur so ein Gedanke. Aber, ha. Ich sehe, das ist nicht die ganze Geschichte. Oh, nein, nein, nein. Die Balance ist durcheinander. So was habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Wie schlimm ist es? Wie viele Seiten? Oh, oh mein Gott. Ich kann mir nicht... Ich kann nicht mal glauben, was für eine... absolute Sauerei auf Deutsch, du hier angerichtet hast. Die Welt ist total durcheinander. Okay. Ach, darum geht's. Jetzt verstehe ich erst das Spiel. Hätte ich zum Beispiel den Feuerwehrmann leben lassen, dann wäre der Wald noch da. Ach so, und überall ist irgendwie toxisches Zeug auf dem Boden. Die Ozeane gehen kaputt.
Ach so, ich glaube, ich bin das falsch angegangen. Es ist größer, als ich dachte. Es ist alles größer, als ich dachte. Dir wurde die Aufgabe gegeben, dich um die Welt zu kümmern. Und trotzdem hast du sie kaputt gemacht. Was hast du zu sagen? Die Welt hat verdient, was sie bekommen hat. Ich glaube, das hier ist ziemlich akkurat. Das ist ungefähr das, was ich gemacht habe. Das ist deine Meinung. Ich habe da ein komisches Gefühl, als ob das ganze Design gegen mich gewendet ist. Ja, glaube ich aber auch, du. Als ob. Das ist dumm. Du bildest dir das ein. Es gibt überhaupt nichts, was irgendwie so angedacht wäre. Das würde die ganze Demo unfair machen. Ja, sie ist auch unfair. Das ist der Joke, oder? Ich kann das nicht gewinnen, egal was ich tue. Du versuchst einfach nur eine Entschuldigung zu finden für deine eigene Inkompetenz. Ja, das muss es sein. Hättest du nur bessere Wahlen getroffen. Und jetzt geh in dein Zimmer und denk darüber nach, was du getan hast. Okay, Mama. Und dann pack deine Sachen, denn du bist gefeuert. Du kannst mich nicht feuern. Ich kündige. Das ist eine gute Antwort. Hey, jetzt sorg nicht dafür, dass ich dich wieder auflöse in den Topf, aus dem du gekommen bist. Du bist kein Grimm von mir. Ach, wie auch immer. Ich hoffe, dass du deine kurze Existenz genießen konntest. Bis dann, Grimm. Ja, ich kann nicht gewinnen. Das ist der ganze Joke der Demo. Egal, was ich gewählt hätte. Master of Chaos. Hätte ich das gewinnen können? Ich habe keine Ahnung. Aber die Demo war geil. Wishlist. Nein, ich habe das Spiel schon so im Visier. Tell us what to improve. Kann ich zurück ins Hauptmenü bitte? Back to real life. Und das Spiel geht einfach zu. Ich hasse es, wenn Spiele das machen. Jetzt ist es so ruhig. Alles klar, ich nehme das zurück. Ich hätte durchaus gewinnen können. Es gibt nämlich einen Erfolg, für den man quasi erfolgreich durch die Probezeit kommen muss. Das heißt, es war durchaus möglich. Ich habe es nur nicht ganz verstanden. Ich meine, ich hab das gelesen und ich wusste auch, irgendwo was passiert. Aber dass das ursprünglich so gedacht ist, damit hätte ich nicht geredet. Ich dachte, es geht vielleicht immer nur um die einzelnen Leute. Das heißt zum Beispiel, der Typ mit den Brezeln, der wollte ja irgendwie, dass die ganze Welt seine Brezeln bekommt, hat irgendwie so viele davon hergestellt, dass die Dinger die Straßen überflutet haben. Der zum Beispiel hätte nicht leben sollen, weil dann hätte ich die Balance gehalten. Das heißt, ich habe erst jetzt verstanden, wie es funktioniert. Und das ist auch der Grund, wenn es irgendjemand da draußen gibt, der genau diesen Job machen will und mich dafür haben will, es ist ganz offensichtlich ein Fehler. Ich habe es gerade bewiesen. Nehmt mich nicht. Ich denke nicht groß genug. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war es hier bei Death and Taxes. Schreibt mir gerne unten drunter, ob ich das vollständige Spiel spielen soll, wenn das dann rauskommt. Ich muss sagen, das ist ziemlich cool, auch wenn ich unglaublich schlecht darin war, weil ich nicht groß genug gedacht habe. Bis zum vollständigen Spiel kann ich hoffentlich noch mein Gehirn neu verdrahten, um das dann irgendwie auf die Reihe zu bekommen, um die Welt nicht kaputt zu machen. Das wäre schon ganz nice. Und ja, wenn ihr in einer lebensbedrohlichen Situation seid, dann denkt daran, dass es irgendwo da draußen einen Typen gibt an einem Schreibtisch mit einem Marker in der Hand, der vielleicht genauso doof ist wie ich und das Falsche ankreuzt. Dann geht's euch gleich besser. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Also eigentlich ist es ja gut, dass ich gefeuert wurde, weil jetzt muss ich die Entscheidung nicht mehr treffen. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht, sind wir ehrlich.